Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu machen wir dort weiter, wo ich das letzte Mal aufgehört hatte. Wir hatten ja ein bisschen bei Rezepten gestöbert, schon ein gutes Stück über eine Million ausgegeben für den ein oder anderen oder für das ein oder andere Rezept. Und ja, da ich das jetzt quasi fertig machen wollen würde, also zumindest die man kaufen kann, habe ich jetzt noch ein bisschen weiteres Gold auf einem Char hier auf. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie der Server genau nochmal heißt. Tun wir es mal, Denge da oder irgendwie so heißt der. Jetzt muss ich mal schauen. Ist aber auch nicht so wichtig jetzt hier für die Story. Dentark heißt der Server, okay. Naja, ist ja auch wurscht, wo ich das Gold jetzt hingeschickt habe. Auf jeden Fall ist das ein voller Englischer, soweit ich das gesehen habe. Und hier gibt es ein paar Rezepte, die ich haben wollen würde. Und zwar haben wir jetzt hier 1.416.000 wieder schön über die Rollen von Blackmore übers Auktionshaus rübergebast. Ihr seht, Auktionshausgebühr sind hier wieder 75.000 Gold. Das habe ich nämlich das letzte Mal beim letzten Video vergessen mit quasi aufzunehmen. Und dementsprechend habe ich jetzt hier diese Transkosten mit reingeschrieben. Also wir haben 75 plus die 42, haben wir 117. Und da kommt jetzt nachher noch ein anderer Server tatsächlich dazu. Bloß, dass wir die Kosten natürlich auch mit dabei haben. Und jetzt wollen wir uns ein paar Rezepte kaufen. Und zwar habe ich es wieder wie das letzte Mal gemacht und habe dementsprechend wieder einige Sachen rausgesucht. Ne? Hier zum Beispiel diese Brille will ich haben. Jetzt kann ich oben euch mal das Item zeigen. Vorlage, strassbesetzte Sonnenbrille. Und ja, da seht ihr, die günstigsten gehen jetzt hier los bei 590. Das ist aber Nax Ramas, Norganon. Und ich habe jetzt eine gefunden hier auf Dentigar. Das ist ein bisschen teurer für 657. Aber ich habe halt noch ein paar andere Items ebenfalls auf dem Rim gefunden. Hier noch eins für 100k. Und hier noch eins, wo haben wir es? Dentigar. Hier auch noch eins für 649.000, ne? Und dementsprechend macht es halt Sinn, auf dem Server dann die 3 zu kaufen, denn ich werde hier wieder ein Char wegtransen und ich muss ja natürlich die Transkosten auch mal ein bisschen im Hintergrund behalten. Also zum Beispiel das hier, was ist das jetzt? Das ist eine Vorlage, ringgebunden irgendwas, ne? Und das kostet mich jetzt hier zum Beispiel 649k, auf Blackmore wird es mich halt 950k kosten. Heißt, knappe 300k ist das schon mal günstiger. Hier das Ding, ne, kostet hier 100k, da 450, hast du jetzt nochmal 350k, die ich mir da spare. Und hier kostet das Item 1 Million und hier, was hatten wir gesagt, denke da 657, also nochmal 350. Also zusammen sind es halt fast 1 Million, die ich mir dadurch spare, ne. Und ja, klar, ich habe noch Ausgaben fürs Trans, aber zumindest denke ich mal, da kommen wir unterm Strich besser weg. Vor allem, es gibt gerade Rabatt fürs Transen. Ich werde jetzt 8 Chars dann quasi rüberziehen von verschiedenen Servern. Und ich denke mal, das ist dann quasi einmal ein bisschen Aufwand und dafür ist das Rezeptethema dann hoffentlich abgehakt. Gut, jetzt würde ich sagen, kaufen wir das Zeug. Also hier strassbesetzte Sonnenbrille, 657.000. Dann hier die urtümliche Vorlage, Quadrathalter. Kaufen wir für 100k. Das letzte ist jetzt hier leider nicht angezeigt, aber checkt das Addon irgendwie wieder nicht so ganz. Das muss ich jetzt mal hier kurz abtippen, dass wir es holen können. Und zwar ringgebunden 648.000. Und da haben wir es anscheinend. Oh, okay, ich habe 10k zu viel geschickt. Aber lieber zu viel als zu wenig. Das kaufen wir uns auch noch. Und dann haben wir hier die 3 Rezepte. Und die können wir dann gleich nochmal in die Tabelle mit eintragen. Und dann kommt da schon einiges zusammen. Also eigentlich haben wir jetzt schon dementsprechend die Millionen zusammen. Aber ich habe noch einen anderen Server, auf den ich was gekauft habe. Und da werden wir jetzt dann auch noch was holen. Da muss ich jetzt aber noch einen Ticken warten tatsächlich. Denn da ist das Gold noch nicht ganz durch. Also es dauert ja immer eine Stunde, ne, wenn du was gekauft hast. Und ich sag's euch, die Stunde, die man wartet, ist immer so ein bisschen das Bangen. Vor allem, wenn man so den ultimativen Schnapper irgendwo gesehen hat. Und ja, dann ist man vielleicht nicht der Einzige, der den Schnapper gesehen hat. Und dementsprechend kann es halt sein, und es ist mir auch schon das ein oder andere Mal passiert, dass ich, während ich auf das Gold warten musste, dass halt der Stuff von irgendwem anders gekauft wurde. Ne? Das kann vorkommen. Und dann hat man halt Gold ausgegeben fürs Rübertransen, aber dementsprechend kein Item. Das ist dann halt sehr bitter. Und dann hat man die 5% gezahlt, muss es wieder zurückdingsen, verliert wieder 5%. Das ist halt saubitter. Also das ist immer so eine Sache. So, jetzt hoffe ich, dass ich die richtigen Werte eingetragen habe. Ich meine, ja.
die gekauften. Also wir haben jetzt halt ausgegeben für die drei Rezepte und die Transkosten 1,5 Millionen. Wie gesagt, bei den Transkosten war vom letzten Mal, wo ich auf Alakir was getranst habe, auch noch dabei. Das ist mir aber jetzt erst aufgefallen, dass das quasi, dass ich das damals vergessen habe. Gut, so, so viel dazu, 1,5 Millionen, ein paar Zerhackte haben wir jetzt schon rausgehauen. Und jetzt fehlt mir tatsächlich noch ein Rezept, ein sehr prestigeträchtiges, und das ist einmal hier die Elementarschleife. Und die habe ich auch schon auf einem Server ausgeguckt, hier auf Blackmoor ist sie gar nicht drin, wie ihr seht. Die letzten, jetzt ist hier schon Eversong eingestellt, okay. Warte mal, ich muss hier, weil da habe ich auf ein paar anderen Server noch geguckt, warte mal, gehen wir mal auf Blackmoor. Ich wollte gerade sagen, die war doch nicht so günstig auf Blackmoor drin. Jetzt muss ich da nochmal die Elementarschleife eingeben. Na gut, das hat ja wieder gut geklappt. Na, lädt schon. Vielleicht funktioniert das jetzt noch. Auf jeden Fall habe ich sie auf einem Server halbwegs günstig gefunden. Und da muss ich jetzt nochmal ein bisschen gucken mit dem Gold. Okay, das hat jetzt irgendwie nicht so geklappt, wie ich mir das vorstelle. Ah, jetzt haben wir es. Ding hat sich ein Tick, okay, hat sich ein bisschen aufgehängt. Okay, also es ist eine auf Blackmoor drin für 1,35 Millionen, ne? Und wenn wir jetzt hier unten gucken, keine Ahnung, warum die Seite jetzt gerade hier so ein bisschen abspackt, gibt es hier auf verschiedenen Servern halt für 600.000 und ein bisschen mehr. Ich habe geschaut, hier gibt es einmal Galakrond und einmal Rexar ist jetzt auch drin, interessant. Dings ist bloß das Problem, Galakrond ist halt ein russischer Server, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, auf welchem Server ich das jetzt nochmal gekauft habe. Ah ne, hier Goldrin war auch ein russischer Server. Ich habe jetzt auf irgendeinem Server mir nochmal Gold rüber gebastelt. Das muss ich mal gucken. Ich hoffe, dass es bis dahin nicht ausgelaufen ist, sonst habe ich gelitten, ne? Hier Desikus, so wie der heißt, da ein bisschen teurer, aber zumindest ist das halt dann kein englischer, ne? Kein russischer. Weil da muss man sein Sprachpaket immer auf Kyrillisch umstellen, das ist immer ein bisschen Dreck tatsächlich. Gut, ich melde mich dann gleich wieder, sobald ich das Gold auf dem Server habe und dann schauen wir mal, ob ich Glück hat, dass das noch da ist. So, dola, ich bin jetzt auf den Server Desikus weitergeloggt und dort haben wir jetzt das Gold bekommen. Knappe 40k können wir jetzt hier wieder oben drauf schlagen. Also sind wir bei 157k Transkosten. Und dann haben wir jetzt quasi 755.000 Gold als Budget. Jetzt schauen wir mal, Elementarschleife war das, glaube ich. 750k. Jetzt gucke ich nochmal, also ich bin mir relativ sicher, dass es das war. Aber jetzt gucke ich nochmal nach, nicht, dass ich mir das Falsche kaufe. Genau, die Elementarschleife wollten wir uns kaufen. Und zwar hier für... Das kostet 150. Ja, 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 das müsste... Die anderen hatten wir uns jetzt gekauft gehabt. Heißt, das kaufen wir uns jetzt. Müssten wir da soweit fertig sein? So, gut. Und jetzt muss ich meine kompletten Chars transen. Also das sind jetzt einige, die ich auf Blackmoor ziehen will. Jetzt tragen wir das bloß noch ein. Also hier haben wir dann noch die 750.000 für, achso, das muss ich nur rauskopieren, das Item hier, die Elementarschleife. Das war jetzt einiges. Okay, und dann sind wir jetzt hier zusammen auf 2.312.000 Gold. Okay, gut, so viel dazu. Ich würde sagen, theoretisch mit Gold ausgeben sind wir fertig. Ich trans jetzt mal meine ganzen Chars und dann kann ich euch noch zeigen, wie wir die Rezepte und so lernen und solchen Stuff und vielleicht euch nochmal erzählen, ob das alles geklappt hat, wie ich mir das vorstelle. Mal schauen. Ist jetzt das erste Mal, dass ich so viele Chars von verschiedenen Servern zusammen trans. Mal gucken, ob es zu Schwierigkeiten führt. So, dala, jetzt eine gute Ecke später habe ich meine ganzen Chars getranst und dementsprechend auch die Rezepte drüben. Ich kann euch das mal zeigen. Hier auf dem zweiten Account habe ich jetzt meine ganzen Tela-Chars rübergetranst. Ich musste die auch teilweise umbenennen. Ich hatte die alle Tela Gold genannt. Ja, und dementsprechend geht das ja nicht. Ist mir dann aber erst danach aufgefallen, aber ist ja kein Problem, ne? Das Umbenennen zahlt man da nichts extra. Also ich habe quasi 4 Chars jetzt hergetranst auf dem zweiten Account und nochmal 5 auf dem Main, also insgesamt 9 Stück. Hat mich jetzt knappe 100 Euro gekostet. Ich glaube, es gab ein Angebot für 8 Chars für 80 Euro. Das habe ich gemacht. Und dann noch ein Char für 17 oder so. Das war auch schon runtergesetzt. Noch bis quasi... Bei mir morgen gab es da so eine Rabattaktion, da dachte ich mir, ich mache das mal mit dem ganzen Chars. So, jetzt habe ich auch die Rezepte alle schon rübergeschickt, wie ihr hier seht. Und ja, das sind halt jetzt Rezepte innerhalb vom Wert von mehreren Millionen. Das sind jetzt nicht nur die aus dem Video, sondern auch aus dem Video davor. Da habe ich ja auch schon 1,5, fast 2 Millionen ausgegeben. Und ja,
Jetzt haben wir hier die ganzen Rezepte, die muss ich jetzt auf meine Char schicken. Und ein paar kann ich jetzt auch mit meinem Schmiedechar schon lernen. Wir können jetzt mal kurz reingucken. Und zwar fehlt mir aktuell noch ein einziges Schmiederezept hier im aktuellen Konto. Das ist dieser Amboss. Und den werden wir jetzt einmal lernen. Da hatte ich mir das Rezept für 200k gekauft, ne? Und hier kostet es halt knappe 400k. Das können wir jetzt schon mal einmal lernen. Und das zweite Rezept, was auch noch für Schmiedekunst war, ist einmal das hier. Das ist ja hier für knappe 350k. Das habe ich mir auch für ein gut Stück günstiger, ich glaube auch für um die 200k auf einem anderen Server gekauft. Oder war das sogar noch günstiger? Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wo ich das genau wieder her habe. Ich glaube, das habe ich mir damals in Alakir geholt, ne? Genau, das können wir jetzt auch noch lernen. Und dann können wir uns beide Items schon mal craften, hätte ich gesagt. Beim einen, dass ich das Temok lerne und beim anderen, dass ich quasi den Erstherstellungsbonus kriege. Jetzt gucken wir mal. Erstherstellungsbonus. Da haben wir jetzt hier den Amboss. Und ich habe diese irdene Seele schon, das ist das Gute. Kann ich eigentlich die schlechten Mats nehmen, dann können wir das nämlich auch noch mit aufnehmen. Machen wir das hier und da auch noch was. So. Ich glaube, das ist sogar nicht mal unbedingt im Plusbereich tatsächlich. Ich habe jetzt extra nochmal relockt, ne, dass man auch den richtigen Wert sieht, was ich jetzt hier ausgib. Ich vermute jetzt mal, wir brauchen einen Amboss. Ja, ich dachte es mir schon. Okay, fliegen wir einmal rüber. Und dann stellen wir uns das Temok-Teil auch noch her. Das sind natürlich jetzt innerhalb, im Gegensatz zu den Rezepten, sind es jetzt Peanuts, die 2000 Gold für das Ding hier herstellen. Aber, ist natürlich auch alles, ist alles eine Ausgabe, ne, und die kommt natürlich auch mit ins Video rein. So, dann craften wir uns das Ding mal. Das war jetzt hier ein Pet, ne? Schauen wir mal. Okay, das Kanst ist jetzt hier segengebunden. Jetzt schauen wir mal, wenn ich es jetzt eintüte und dann wieder auspacke, inwieweit das was wert ist. Eventuell kann ich damit sogar auch Gold machen, ne? Ich weiß es jetzt nicht. Warte mal, schalten wir mal hier um. Dann muss ich mal gucken. Oh, jetzt habe ich einen Haufen Level 1 Pets, weil fürs Trunzen musste ich tatsächlich die ganzen Pets lernen, ne? Man kann nicht mit gecageden Pets den Server wechseln, warum auch immer. Manches muss man nicht verstehen. Ja gut, also krass viel Gold ist es jetzt ehrlich gesagt nicht wert. 7k, ich habe jetzt 2k gezahlt zum Craften. Naja. Also Gold werde ich mit dem jetzt nicht krass machen, aber naja, es ging mehr ums Rezept. So, und das andere, was wir gelernt hatten, war im Classic-Bereich. Und da hatten wir jetzt hier die letzte Waffe noch. Und ja. Gut, die wäre sogar im Gewinnbereich, ne? Also die könnten wir jetzt herstellen und dementsprechend damit noch Gewinn machen, aber ja. Da muss ich mir mal überlegen, ob ich das die Tage mal anfange, wisst ihr, so ein paar Sachen jetzt aus ZG herzustellen, ins AH zu hauen. Ich bin halt immer ein bisschen skeptisch mit Temok, das hast du dann immer ewig und drei Tag rumliegen, deswegen weiß ich dann nicht so genau, ob wir das machen werden. Das können wir auch noch einmal einstellen. Oder hier kaufen, so rum, nicht einstellen. Dank noch zweimal. Das hier, Giftbeutel 40. Die sind aber richtig teuer. Okay, krass. So, okay. Was Exotisches findet, bringt es mir. Was haben wir jetzt ausgegeben? Knappe 12k, ne? Jetzt lernen wir mal das Ding noch kurz oder bauen es erstmal und dann lernen wir es. Was? Dann ist das jetzt auch bei den Scans wieder raus. Das hat mich jetzt schon immer aufgeregt, dass das mit drin war. So, okay, hätten wir das auch gelernt. Dann. Ich habe Sachen gesehen, da wird euch der Panzer wegfliegen. Achso, die Rezepte muss ich dann noch weiter schicken, ne? Und dann tragen wir das jetzt aber erstmal noch ein. Also es waren jetzt 12k für Schmied. Mal 12k Schmied. Und dann schauen wir mal, was haben wir jetzt? Also, das ist hier Schneider. Das ist hier Juve. Juve. VZ, das ist zu meinem Schneider-Char. Das ist auch Juve. Alchi. Dann schieben wir das mal da oben hin. Das ist einfach ein Kettenteil, das kann man Juve-Char lernen, der ist nämlich einmal Shami. Dann habe ich hier auch nochmal Juve, dann haben wir hier Juve, dann haben wir hier Juve, dann, what the fuck, nochmal Juve
Und das hier ist auch Alchi. Okay, gut, schon muss ich gar nicht so viele Chars tatsächlich durchloggen. Mein Inji-Char kriegt nichts. Muss ich bloß gucken, hat er schon die neuen... Ah, der hat schon die neuen Char-Namen drin. Ich hatte... Also es tut mir ein bisschen im Herz weh. Warte mal, ein paar können wir hier auch rauslöschen, die wir nicht mehr brauchen. Den brauchen wir nicht mehr. Und warte mal, den Level 1er hier auch. Also mein Main hieß damals Mention, ne? Das war schon vergeben. Jetzt haben wir im Stream ein bisschen diskutiert. Der heißt jetzt Mentior. Es ist relativ nah dran. Ich bin nicht 100% zufrieden, aber... Hier auf Blackmoss hat ein sehr voller Server, da ist alles Mögliche belegt. Und ich wollte auch keine Sonderzeichen benutzen, ne? Deswegen haben wir jetzt das, das ist jetzt so der bisschen der Kompromiss quasi. Kriegt er das. Dann, das war Alchi. Da hieß mein Char Damago. Das war halt belegt, jetzt heißt der Damagi. Bin ich jetzt auch nicht so hundertprozentig glücklich mit, aber es hilft ja nichts. Und mein Schamane, den konnte ich tatsächlich lassen. Achso, nee, da habe ich noch nicht eingeloggt. Magtai heißt der. Und zwar hat den damals... Ach nee, das hat jetzt nicht funktioniert. Magtai. Und zwar hat den damals mein Bruder zu Classic erstellt, den Char. Und bis jetzt wurde er nicht umbenannt tatsächlich. So, das sind alle Juwelrezepte. Die können wir dann auch noch rüberschicken. Da muss ich dann, denke ich mal, noch das ein oder andere craften. Aber dann loggen wir jetzt mal noch um und holen uns den anderen Stuff noch. Oder schauen wir mal, haben wir da noch was? Nee, das sieht gut aus. So, Dala, jetzt bin ich weiter auf meinen Hexer gelockt. Dann tun wir jetzt einmal hier die Rezepte raus. Schauen wir mal. Also, jetzt gucken wir erstmal VZ rein. Okay, All the Things klappt noch nicht so ganz, ne? Das hat das noch nicht geladen, aber wir können jetzt hier mal gucken. Also aktuell sind es hier unten noch zwei Rezepte. Eins, was ich aktuell tatsächlich über einen Proc kriegen soll. Da muss ich mal noch gucken, wo das ist. Und das eine, was wir kaufen können. Ne? Aber das haben wir ja jetzt. Das können wir einmal lernen. Dann brauche ich nur noch das über einen Proc. Da muss ich mal schauen, wie das genau funktioniert, die Tage. Und Schneider können wir auch mal reingucken. Wird da noch? Da ist noch ein einziges... Rezept unten hier bei den Winterpelz Furbeugs. Das so, eigentlich war dran gestanden, dass man das sich quasi holen kann, sobald man mit einem Char da den Ruf oben hat. Ne? Aber irgendwie hat das nicht funktioniert, also muss ich wahrscheinlich mit dem Hexer auch nochmal den Ruf farmen. Ich habe die Fraktion schon freigeschalten, aber naja, muss ich mal schauen. Und das ist jetzt, glaube ich, das letzte Classic-Rezept. Hier, da sind sogar zwei drin. Aber die, das habe ich, glaube ich, mit irgendeinem anderen Char, habe ich gesehen. Ah, jetzt hat es das auch geladen, ne? Nennen wir das mal. Also den Zylinder haben wir jetzt. Hier ist noch ein Gürtel drin. Was ist das für ein Teil? Oh boy. Muss ich vielleicht doch nochmal ein Rezept holen. Aber jetzt schauen wir mal hier kurz. Vor allem der Zylinder war jetzt hier gar nicht drin. Also das ist jetzt irgendwie komisch. Genau, das ist das eine, was ich meinte. Hergestellten Items. Nee, laut All the Things habe ich alles. Ich meine, die beiden habe ich auf dem Hordenschar geholt. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich meine, das müsste ich auf dem Hordenschar haben. Aber das kann ich mir jetzt auch so nicht richtig anzeigen lassen. Aber hier fehlen auf jeden Fall jetzt keine mehr, ne? Da ist jetzt nur noch das Rezept von den Dings drin. Von dieser Fraktion, ne? Was nicht funktioniert hat. Weil mit Main habe ich den Ruf. Aber mal gucken. Vielleicht entbuggt das Blizzard mal oder... ich muss das halt nochmal farmen, aber das wird eine Stunde oder so, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde wahrscheinlich, hat man den Ruf hochgefarmt. So, jetzt locken wir zu den anderen noch weiter. Wir hatten beim Magier und beim Shami hat man noch was gemacht. So, Dala, jetzt bin ich auf den Magier eingeloggt. Da haben wir, glaube ich, auch nochmal zwei Rezepte hingeschickt, jawohl. Und hier ist es jetzt so, dass mir da auch nicht mehr viel fehlt. Bei Alchi können wir das mal, warte mal, das machen wir mal zu. Übrigens, der Zylinder gerade, mir wurde vom Streamchat drauf, ich wurde darauf hingewiesen, dass er natürlich aus Cutter ist und nicht aus Classic. Das war jetzt ein bisschen dumm, ehrlich gesagt. Aber ja, gut, so viel dazu. Jetzt schauen wir mal nochmal kurz hier rein. Hier sind es jetzt drei Rezepte, die mir fehlen, ne? Das ist einmal aus dem Gewölbe und das hier auch. Ich habe jetzt nur zwei Rezepte, aber soweit ich das weiß, kommen hier dementsprechend aus dem einen Buch gleich zwei Sachen raus. Also jetzt lernen wir mal das hier einmal. Ja, da ist Gewölbe schon mal weniger geworden. Dann lernen wir das hier noch. Geht anscheinend irgend so eine Eichi-Quest hier, sehe ich gerade. Da muss ich noch mal gucken. Okay, warte mal, jetzt daten wir das mal ab.
mich, dass der da jetzt immer noch drin ist. Das macht irgendwie keinen Sinn, aber da muss ich vielleicht danach nochmal updaten. Gut, jetzt habe ich die hier einmal noch am Start. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ob ich den First Craft hier vielleicht sogar mitnehmen kann. Aber das sind wahrscheinlich Sachen... Ja, könnten wir mal machen, oder? Ah, da brauche ich dann urzeitliches Chaos. Ja, gut, vielleicht überlege ich mir das dann mal nochmal. Da brauche ich 150 von den Tränken, dann kriege ich so einen Battle.net-Account. Na komm, was soll der Geiz? Das kann ich dann eh nie verwenden. Ich kann es auf meinen Main schicken, keine Ahnung, vielleicht kann ich es irgendwann mal brauchen. Reinposten, anscheinend spackt das, okay. Kann man den überhaupt kaufen? Oder ist der Segen... Ja, doch. Rank, geben wir mal ein. Nehmen wir mal die schlechte Quali. 150 Stück brauche ich. Uff. Aber ich will ja den First Craft haben, wisst ihr. Komisch, dass ich das jetzt hier nicht reinposten kann. Also irgendwas ist auf dem Char kaputt. Normalerweise geht es. Vielleicht hat das auch mit dem Trans zu tun, dass da jetzt irgendwelche Einstellungen nicht übernommen wurden. Aber im Normalfall, wenn ich das hier offen habe und das hier reinposte, dann geht das eigentlich. Komisch, dass das jetzt hier nicht funktioniert. Das wundert mich jetzt gerade so ein bisschen. So, achso. Da brauchen wir das Labor des Alchemisten. Da porten wir uns kurz raus. Und was haben wir jetzt hier? Gut, da müsste ich dann halt... Ja, das kann ich eigentlich auch kurz einmal machen. Bei den anderen brauche ich halt immer spezielle Materialien. Hauen wir jetzt die ganzen First Crafts noch raus. Gibt es noch ein paar Skillpunkte. Also die Skillpunkte bringen mir zwar jetzt keine Rezepte mehr an sich, ne? Aber... ich krieg da halt noch ein paar Punkte rein, was ich skillen kann. Und ich will das halt irgendwann mal alles komplett fertig haben. Da geht es also eher so ein bisschen um Perfektion als darum, nur irgendwas für zu kriegen im Endeffekt. So, das doch mal schnell. Ach so, das hat jetzt auch nur Qualität 2. Naja, gut. So viel dazu. Aber ist mir eigentlich auch egal. Dann hauen wir halt jetzt das Chaos hier noch raus. Komm, dann machen wir das halt übers Addon. Das können wir auch noch einmal herstellen. Da brauche ich hier die Ressource, dann kann ich mir halt, was ist ein Trinket, kann ich mir hier bauen. Was, ich habe ja noch 80, dann wasten wir das einfach auch noch. Dann machen wir jetzt halt einen Sack zu, gutes Pulver. Da muss man, glaube ich, wait, warum kann ich? Ach, da sind nur so Tränke drin, ne? Ah, warte mal, das muss ich ja eh. Ah, warte mal. Was kostet das Ordnungszeug? 2000. Und er gibt 1200 hier. Wisst ihr was? Ich mache das aber trotzdem, weil sonst habe ich den Erstherstellungsbonus, ne? Und sonst liegt es ja bloß rum bei mir. Also die Tränke brauche ich ja mit dem Magier nicht. Dann hat jetzt einer quasi seinen Trank günstiger gekriegt und ich habe weniger Miese durchs Herstellen. Ist ja in Ordnung. Können wir so machen. Also dann kaufen wir da zwei. Kommt da doch nochmal ein bisschen was zusammen, tatsächlich. Dann kommen da nochmal Zähne. Nochmal 10. Vier Stück. Sag's euch, was macht man denn alles für ein paar Skillpunkte, ne? Dann haben wir hier 15. Oh, kostet schon ein bisschen was. Hier... 12 mal. Dann den brauchen wir 42 mal. Brauchen wir 20 mal. Und noch ein Teil von denen. Oh, die Titanenkugel. Schauen wir mal, was haben wir da jetzt wieder rausgelatzt? Naja, nochmal 16k, ne? Wenn ihr etwas Exotisches findet. Ich habe jetzt bei dem Schneider VZ, habe ich es jetzt vergessen zu machen. Aber da muss ich dann demnächst nochmal reingucken. Mist, ich habe was vergessen. Hier, ominöses irgendwas. Das müssen wir auch noch kaufen. Ich dachte zwar, das habe ich vorhin schon gekauft, aber anscheinend nicht. Okay, dann nehmen wir dann nochmal 15 mit. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es. Gut. Jetzt schauen wir mal. Jetzt craften wir den Käse mal noch. Habe ich auch noch ein Trinket. Ich weiß nicht, ob mir das auf dem Char irgendwas bringt.
Na gut. Ich hab da eh schon so ein Alchemisten-Trinket an, aber dann hau ich's halt zum Teufel, ist auch egal. So, jetzt machen wir hier den einen Arbeitsauftrag. Gut, und dann können wir jetzt hier... Halt, stopp, da muss ich hier reinklicken. Das können wir jetzt einmal craften. Und gut, jetzt haben wir halt... Gut, da muss ich halt mal schauen, dass ich irgendeinen finde, der dieses Pulver noch hat. Dass ich da noch ein paar Skillpunkte kriege. So, da jetzt haben wir nochmal 4 Skillpunkte. Die können wir jetzt irgendwo reinsetzen. Ist eigentlich vollkommen wurscht wo. Weil hier werde ich eh nichts Großartiges verkaufen. Naja, bald habe ich alles geskillt, ne? Mit dem Alchi. Okay, dann haben wir jetzt Alchi nochmal 15k ausgegeben. Oder 16. Dann Alchi. Und dann logge ich jetzt mal noch weiter auf den Juwitschar. Da waren, glaube ich, noch am meisten Sachen. So, da jetzt habe ich hier das Interface noch ein bisschen anpassen müssen, gerade auf dem Schamanen. Denn, ja, der hatte hier jetzt einiges umgestellt gehabt, aber... Das sollte jetzt soweit passen. Ja gut, das ganze Inventar ist halt blöderweise voll, ne, weil ich jetzt vom Transen die ganzen Sachen, die ich dementsprechend noch im Auktionshaus hatte, alle abbrechen musste und dann ne, quasi hier auf dem mit rübergeschickt habe, beziehungsweise auf den anderen Chars. So, dann lernen wir jetzt erstmal die Schuhe, hätte ich gesagt. Schon mal weg, die können jetzt eigentlich schon mal da weghauen. Und dann schauen wir mal, wo haben wir es denn? Also hier Juve, da fehlt jetzt noch einiges tatsächlich. Vor allem auch im aktuellen Bereich, seht ihr, aber viele sind jetzt hier die Rezepte, die wir so holen können. Beziehungsweise, wenn wir schauen, hier Klassik ist von Grasrilla, das ist das hier. Da können wir dann auch gleich das Teil mal herstellen, weil das bräuchte dann nur das T-Mog. Dann haben wir Classic schon mal raus. Und dann sind es jetzt halt in Dragonflight ewig viele Rezepte. Hier diese 3 in Cutter haben wir. Hier ist noch eins von den Urstürmen. Und ja, jetzt fangen wir mal an, die alle zu lernen. Ohne Scheiß, das sind halt mehrere Millionen Gold an Rezeptwert. Ne? Da blutet natürlich schon immer das Herz, aber dann sind sie zumindest weg und gut ist. Vielleicht, also ich denke mal, mit dem einen oder anderen kann ich sogar ein bisschen Gold machen. Ne? Mit dieser Elementarschleife, wie das Ding heißt. Mal gucken, wie das dann nächsten Patch so wird. Ob die immer noch gut ist. Müssen wir mal abwarten. So, dann haben wir es jetzt alle gelernt. Jetzt sind hier noch ein paar, die fehlen. Das ist aus einem Schatz. Das muss ich, glaube ich, selber looten, ne? Das hier wird mit dem Aufheben gebunden. Genau, das ist für ein Toy. Und das sind die beiden aus den normalen Schätzen. Diese Drachen, die muss ich auch selber looten aus dem Schatz. Aber sonst haben wir jetzt wieder alle Juve-Rezepte. Das sind jetzt quasi 3, die ich selber besorgen muss. Und die anderen Sachen sind alles irgendwelche First Crafts oder irgendwelches Aussehen, was ich noch holen muss. Achso, weiter kann ich gar nicht scrollen. Ja gut, das sieht da wieder sehr schön aus. Na gut, jetzt muss ich die Tage mal hier lostigern und ein paar Kisten aufmachen, dass wir das holen. Und jetzt schauen wir erstmal wegen dem Classic-Item, dass wir das einmal bauen. Da haben wir es. Naja gut, da sind die Mattkosten ja minimal. Das werden wir uns jetzt mal schnell im Haar zusammen kaufen. Ich merke gerade, ich habe so ein bisschen einen Frosch im Hals. Ich weiß nicht, wo das jetzt gerade herkommt. So, das hier. Dann kaufen. Ja gut, das sind ja minimalste Preise, ne? Ich glaube, die sind auch immer für mehrere tausend Gold im Aha. Theoretisch könnte ich auch da gucken, ob wir eventuell ein bisschen übers Herstellen Gewinn machen können. Müsste ich mal schauen. So, das ist das eine. Schauen wir mal, ob ich das kann. Ich da bestimmt ohne so einen Tisch herstellen, oder? Weil das im Classic-Bereich ist. Nur ein kosmetisches Item. Seht ihr mal hier. Marktwert 50.000 Gold. Was habe ich das jetzt hergestellt? Für 81 Gold habe ich das jetzt hergestellt. Alles klar. Also gut, ob das jemand kauft, sei jetzt mal dahingestellt für den Preis. Aber wenn du da ein bisschen runter gehst, ne, dann kannst du es bestimmt irgendwo verkaufen. So, und jetzt schauen wir nochmal hier bei dem Erstherstellungsbonus rein. Da so alles gelernt haben. Gut, die Gabel haben wir hier drin. Die Brille, die könnten wir jetzt zum Beispiel mal einmal craften. Dann, gut, da brauche ich einen Funken, da brauche ich auch einen Funken hier auch. Okay, die brauchen alle Funken. Die baue ich jetzt mal tatsächlich mal noch nicht. Eventuell finde ich das sogar am Tisch einen Arbeitsauftrag oder so. Muss man mal schauen. Aber jetzt bauen wir erstmal das eine Teil. Das können wir dann auch noch mal theoretisch verkaufen.
Den Erstherstellungsbonus nehmen wir es mal jetzt kurz noch mit. Beckham, das können wir noch einmal kaufen. Eins brauchen wir. Hier denke ich mal, kann ich die niedrigste Qualität nehmen. Ne? Das dürfte relativ wurscht sein. Da können wir noch eins. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. So, ich vermute, da müssen wir jetzt wieder an den Tisch ran für die aktuellen Geschichten. Die alte Strassbrille könnte ich auch herstellen, aber da gibt es ja jetzt keinen Erstherstellungsbonus. Die müsste ich dann mal gucken, ob ich sie im Rahmen von Auktionshausverkäufen vielleicht noch baue. Ne? Das wäre dann eine Option, aber jetzt, dass ich da irgendwie noch was anderes rauskriege, ist, glaube ich, irrelevant. Genau, also jetzt können wir noch irgendwas skillen. Einen Skillpunkt haben wir noch. Das habe ich fertig geskillt. Ja, es geht mal. Nein. Gut, was haben wir da jetzt ausgegeben? Ja, 500 Gold, runden wir es auf 1000, oder? Wir haben vorher ein bisschen was abgerundet, also da. Und das war jetzt Juve. Gut, jetzt sind wir bei einem Endbetrag von 2.341.000 jetzt für die Rezepte. Und das letzte Mal hatten wir ja für die anderen Rezepte auch nochmal 1.624.000 ausgegeben. Also zusammen waren es jetzt fast 4 Millionen, die wir für die ganzen Rezeptsachen rausgehauen haben. Ne? Also schon krass. Da ging einiges drauf. So, was ich jetzt noch mache, wir schauen jetzt noch rein, wie es mit den Rezepten sich entwickelt hat. Ich habe hier mal auf der Seite Data for Azeroth rausgesucht gehabt, wie viele Rezepte mir noch gefehlt haben. Ich logge jetzt mit dem mal ab, dann daten wir das mal ab und dann schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. So zum Abschluss. Warte, hier mal aus. So, Dola, jetzt noch zu guter Letzt habe ich es geschafft, hier Data for Azeroth noch abgedatet zu bekommen, nicht abgegradet. Und zwar musste er die ganzen Chars wiederfinden, das war jetzt ein Ausloggen hinher. Jetzt kann ich euch zeigen, wie es mit den Rezepten aussieht. Durch diese ganzen Rezeptkäufe bin ich jetzt hier auf Worldplatz 1 mit den Rezepten tatsächlich. Und ja, was mir jetzt noch fehlt, kann ich euch mal kurz zeigen. Mir fehlt jetzt quasi noch hier, warte mal, fangen wir mit den einzelnen Berufen an. Ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Professions, alle aus. Eichi nichts mehr. Schmied auch nichts mehr. Kochen habe ich auch alles. Enchanting ist jetzt das eine, was ich irgendwie geprockt kriegen muss. Da habe ich, glaube ich, schon genug reingeskillt. Ne? Muss halt bloß noch gucken, dass ich es irgendwie schaffe, dass das prockt. Da muss ich mal noch mich einlesen. Engineering muss ich noch ein Ding freiskillen. Das müsste das hier sein. Und das andere kriege ich aus irgendeiner Kiste raus. Das kann ich aber auch nicht kaufen. Das muss ich selber machen. Fishing ist nichts mehr. Herbalism ist auch nichts. Inschriftenkunde auch nichts. Juve waren es jetzt die drei Kisten, die ich euch vorhin gezeigt habe. Die muss ich halt auch selber noch sammeln. Ledere war es nichts. Bergbau, da muss ich auf der verbotenen Insel noch was abbauen. Das dürfte eigentlich eine relativ schnelle Sache sein. Skinning ist auch nichts. Und Tailoring ist jetzt noch bei der Ruffraktion, ne? Wo ich jetzt noch warte, ob Blizzard das entbuggt. Und wenn nicht, dann fahre ich halt mit dem Hexer das auch noch hoch. Ja. Sind jetzt insgesamt nur 8 Rezepte. Ist jetzt alles nichts Dramatisches, muss ich sagen. Gut, bei dem einen muss ich mir noch ein bisschen einlesen. Vielleicht ist es doch dramatisch, man weiß es nicht. Aber so sieht es gut aus. 8 Rezepte noch und wie ihr seht, bin ich damit auch schon Platz 1. Heißt, wenn wir da noch 8 draufpacken, dann sieht es gut aus. Wir könnten jetzt noch eins schnell gucken. Der erste und der zweite, wie weit die jetzt noch weg sind. So als kleines... Warte mal, das muss... ja, doch, klicke ich mich auch noch an. Und zwar, ob die mich überholen können. Das ist auch immer ganz interessant zu gucken. Moment... Rezepte, Rezepte, Rezepte. Ich meine, was man schauen muss, ist obtainable Rezepte, also die man erhalten kann. Und da bin ich bei 8634, 619. Okay, der kann mich gar nicht überholen, so wie es ausguckt. Der andere, der hat alle, die er sammeln kann. Der hat wirklich alles geholt, ne? Der hat nichts mehr offen, aber er hat auch 617. Also die können mich gar nicht überholen, beide. Und die drunter habe ich, glaube ich, auch schon mal nachgeguckt. Warte mal, wir können noch den Gaulisch gucken. Der ist ja Worldplatz 1 in der insgesamt Liste Rezepte. 617 obtainable. Also der kann mich auch nicht überholen. Nice. Habe ich anscheinend noch ein paar mehr, die man nicht mehr holen kann tatsächlich. Gut, soweit dazu. Dann sind wir mit dem kleinen Video durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn ich wieder ein bisschen shoppen gehe. Ich verabschiede mich an der Stelle, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.